Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Samstag, den 14. Mai. Es gibt Hoffnung für die Förderschulstandorte mit dem Förderbedarf Lernen im Landkreis. Der Schulausschuss des Kreistages hat jetzt empfohlen, die 2014 vom Kreistag beschlossene Zusammenlegung der drei Förderschulen in Nienburg im Sommer 2018 zurückzunehmen. In Nienburg sollen neue Reihen und Doppelhäuser gebaut werden. Ein privater Investor will im Bereich Wellington, Dickens und Meerbachweg bauen. Für Diskussionen im städtischen Stadtentwicklungsausschuss sorgte die schwierige Parkplatzsituation in dem Gebiet. Am 21. und 22. Mai findet in Nienburg wieder das Spargelwochenende statt. Dabei dreht sich alles um das Edelgemüse. Am Samstag gibt's den Spargellauf, am Sonntag das Spargelfest mit Krönung der neuen Nienburger Spargelkönigin sowie einen verkaufsoffenen Sonntag. Das Abo 2 des Nienburger Theaters unter dem Titel Schauspiel bietet anspruchsvolle Inszenierungen mit Stücken namhafter Autoren wie Siegfried Lenz, Hans Fallada und Georg Büchner. Veranstaltungsleiter Jörg Meyer hat dafür einen Tipp, da in der neuen Spielzeit überwiegend Gegenwartsautoren gezeigt werden. Er findet das Stück Terror von Ferdinand von Schirach besonders spannend und erwartet eine aufwühlende Inszenierung. Rudi Brüggemann und seine Frau Liane aus Pennigsel fahren seit über 50 Jahren immer nur Käfer. Den Käfer haben die beiden 78-Jährigen sogar im Doppelpack, einen in Gelb und einen in Rot. Zum Sport. Verteidigt Münchehagen den Fußball-Kreispokal? Der VfL um Trainer Gorancho Georgiev schwächelt im Kreisliga-Endspurt vor dem Endspiel jedoch erheblich. Der SC Haßbergen würde dem scheidenden Coach Lars Büsing nur zu gern den Abschied versüßen. Der Anpfiff auf der Markloher Schulsportanlage erfolgt um 16.30 Uhr. Vorab finden ab 10.30 Uhr noch die Finalspiele der Altliga, der Altherren und der Frauen statt. Laura Neumann vom RSC Nienburg ist Landesmeisterin im Straßenradsport. Auch Jonas Wehrmann fuhr den Titel der U23 für den RSC nach Hause. RSC-Routinier Matthias Bohn konnte nach langer krankheitsbedingter Trainingspause seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Stefan Ciborra wird auch in der kommenden Saison beim Fußball-Kreisligisten ASC Nienburg an der Seitenlinie stehen. Außerdem in der Fußballszene? Coach Jörn Brinkmann wird den Kreisklassisten SSV Steinbrink ebenfalls in der Saison 2016-17 betreuen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Samstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.